So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Und eigentlich wollte ich heute wieder was ganz anderes machen, aber gestern kam die Ankündigung raus. Ihr seht es selber. Zelebriere die Höhenregion während dieses neuen Events. Es gibt ein Höhenevent. Und was da alles dabei ist, sehen wir uns jetzt natürlich an. Ihr habt die Ankündigung bekommen. Wir starten das neue Jahr mit einem brandneuen festlichen Ereignis. Ab dem 15. Januar, 13 Uhr PST, also wieder ab 22 Uhr abends. Heute Abend, heute ist der 15. Heute Abend geht's los um 22 Uhr. Wovon die Raids natürlich nicht betroffen sind, weil da kommen ja keine mehr. Raids also dann erst ab morgen, ab Mittwoch, wenn auch die neue Raider-Mittwoch-Folge kommt. Aber erscheinen wilde Pokémon, die zuerst in der Höhenregion entdeckt wurden, mit vermehrter Häufigkeit. Außerdem lernen Knilz, die während des Events zu Carpilz entwickelt werden, die exklusive Attacke Strauchler. Und die hat, glaube ich, zwei Ladebalken mit jeweils 90. Also auch eine coole Sache als Pflanzen-Pokémon, um da den Gegnern mächtig eins mitzugeben, wenn ihr einen Knilz habt. Entwickelt das ruhig, nehmt das mal mit. Hier die wichtigen Infos, natürlich nochmal der Zeitraum 15. bis 29. Januar, dann die Details vermehrt nochmal zusammengefasst, Höhenregion, Pokémon erscheinen häufiger, es gibt neue Feldforschungen, die sich um Pokémon der Höhenregion drehen, Pokémon, die ursprünglich in der Höhenregion entdeckt wurden, tauchen in Raid-Kämpfen auf, darunter die legendären Pokémon, Kyogre und Groudon. Also Heatran ist dann weg und es kommen sogar zwei Fünfer gleichzeitig, eben für diesen Zeitraum, da wurde ja schon spekuliert, was dann alles kommt und Kyogre kommt zurück. Das gab es ja schon als Shiny, wird auch wieder als Shiny dabei sein. Bei Groudon hat man noch gemunkelt, ob das jetzt Shiny sein kann oder nicht, wurde angeblich jetzt doch bestätigt. Da sind schon andere Fotos rumgegangen, dass das bestätigt wurde. Ihr könnt also nicht nur beide fangen, sondern habt auch die Möglichkeit auf Shinies, was richtig cool ist. Und andere Raids werden natürlich auch wieder während des Events ersetzt und gewechselt für das Event besondere Raids. Das sehen wir dann sicherlich aber erst ab morgen. Und da bin ich mal gespannt, was es da noch gibt, ob da andere Sachen zurückkommen, die auch als Shiny aus dem Raid treten können. Ist ja immer mal so dabei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Amonitas und Kabuto wieder in den Raids wären, aber die gehören ja nicht zur Höhenregion. Raid-Region, aber die sind sicherlich irgendwann mal wieder da, vielleicht gibt es immer wieder so eine Abenteuerwoche oder ein Gesteins-Event. Dann die 7-Kilometer-Eier, die ganze Zeit kamen jetzt also die Babys raus und da werden jetzt auch vermehrt Höhen-Pokémon aus den 7-Kilometer-Eiern schlüpfen, was da kommt, muss man mal sehen, da erwarte ich jetzt trotzdem nicht so viel davon, also ist es eigentlich egal dann wahrscheinlich, ob man die 7er oder die 5er oder die 10er oder die 1000er Eier brütet. Dann steht das nochmal mit dem Knilz dabei, mit der exklusiven Attacke. Es gibt auch zwei neue Shiny-Pokémon wild zu fangen, und zwar Zickzacks, was sich dann zu Geradax entwickelt, und Schwalbini zu Schwalboss. Sind eigentlich wieder zwei Trash-Pokémon, mit denen man nicht wirklich was macht. Die, aber egal, Shiny ist Shiny, die nimmt man natürlich gerne mit. Wieder zwei neue, die ihr jagen könnt während des Events. Und es gibt neue Avatar-Artikel vom Team Magma und Team Aqua. So, wir haben das alles nochmal hier zusammengefasst, natürlich in einer Übersicht. Das seht ihr auch, die Shinies. Können wir mal drauf zoomen. Bam. Da, Zickzacks, Geradax, Schwalbini, Schwalboss, alles dabei. Exklusive Attacke, neue Avatar-Items. Ja, und legendäre Raids mit Kyogre und Groudon. Und ich bin so froh, dass Kyogre und Groudon zurückgekommen sind, denn die finde ich immer noch sind die besten legendären Pokémon, die wir bisher hatten. Können auch die Vögel nicht mithalten, weder Arctos, Zapdos, Lavados, noch die Raubkatzen, weil Kyogre, das hat man einfach so oft eingesetzt und das erreicht ja über 4000 WP. Das ist der heftigste Wasserangreifer einfach, den es gibt. Auch gegen andere Legendäre hat man den genommen. Den kann man auch gut gegen Despota einsetzen, man konnte ihn gegen Heatran jetzt einsetzen. Groudon, auch ein richtiges Monster, auch über 4000, die haben ja genau die gleichen Werte, beziehungsweise die gleichen WP-Anzahlen, kommen auf dasselbe raus. Und Heatran jetzt ja auch, hat man auch genutzt natürlich gegen Heatran?
Groudon hat man auch genutzt natürlich gegen Heatran, weil das Bodenattacken kann, aber es kann natürlich auch Solarstrahl und dadurch ist es erst recht lustig, weil man kann Solarstrahl einsetzen gegen Kyogre. Man kann also mit seinem Groudon gegen Kyogre kämpfen und mit Solarstrahl da draufhauen. Man kann aber genauso gut mit seinem Kyogre gegen Groudon kämpfen, weil Wasser gegen Boden effektiv ist und da draufhauen. Also deswegen sind die im ewigen Kampf gegeneinander und geben sich da nichts. Und beide jetzt natürlich als Shiny dabei. Shiny Kyogre habe ich ja schon. Bei Groudon hoffe ich, dass da auch eins reinkommt. Und ich hoffe auch, dass die Leute mal wieder ein bisschen aktiver werden, weil in letzter Zeit war es wirklich sehr ruhig. Obwohl Heatran auch sehr stark und genial war, ist das zurückgegangen. Und ich selber habe zum Beispiel auch in letzter Zeit nur noch einen Raid am Tag gemacht, dass der tägliche Pass weg ist. Habe mich dann mit anderen Sachen beschäftigt. Aber jetzt, die kommen ja gleichzeitig und da ist es natürlich interessant. Wer, wie, wo, was. Manche Leute haben die auch noch gar nicht. Und selbst wer sie schon hat, freut sich natürlich über ein bisschen Abwechslung und über starke Viecher. Wir haben hier auch nochmal eine Grafik natürlich, die hätte ich ja vorher schon drauf machen können, dass man das nochmal sieht. Also gegen Groudon am besten natürlich Kyogre, aber auch Garados sehr gut. Oder Impagador jetzt mit der Hydro Crunch, mit der Aqua Haubitze Attacke auch sehr gut, ist da aufgestiegen. Oder eben ein paar Viecher mit Solarstrahl. Ihr könnt auch Roserade natürlich nutzen. Was auf der Liste hier fehlt, ist Ho-Oh. Ho-Oh habe ich irgendwo auch mal gehabt. Ho-Oh war, glaube ich, aber beim letzten Mal, als Groudon da war, haben sie das auch immer angegeben, weil Ho-Oh kann ja auch Solarstrahl und mit Solarstrahl knallt das einfach auch drauf. Weil man sieht ja hier bei Kokowai oder bei Roserade, beide mit Solarstrahl wurden hier reingenommen und Ho-Oh erreicht natürlich auch 3800 noch was WP. Hat zwar keinen Quick Move, aber der Charge Move Solarstrahl, der müsste auch reinknallen. Also wenn ihr eins habt, könnt ihr das sicherlich auch mit reinnehmen, aber bevorzugt die anderen Sachen auch. Mewtwo mit Eisstrahl. Und bei Kyogre seht ihr, wer ist da auf Platz 1? Ja, da haben wir natürlich ein Raikou, ein Illewoltek, Zapdos, sogar Luxio oder Mewtwo mit Donnerattacken, Donnerschock, mit Donner wahrscheinlich einfach. Das ist natürlich ganz toll, weil die Mewtwo ja dann, als sie zurückkam, eben auch verschiedene Attacken lernen konnten und jetzt seht ihr auch, wie ihr die also einsetzen könnt. Aber natürlich auch Bisaflor mit Pflanzenattacken und wie gesagt, da könnt ihr sicherlich auch ein Groudon reinnehmen, obwohl das natürlich da schnell down geht, aber was Solarstrahl haben kann. Oder eben auch, warum hat man da nicht Roserade mit auch auf die Seite gepackt oder Alola Kogowai. Boah, was ist heute los? Was ist heute los? Ich sag's euch. Gut, ich werde jetzt aber aufhören zu reden. Das war's von der Seite aus. Wir freuen uns natürlich schon alle. Ihr könnt mal reinschreiben, wie ihr das Event findet, ob ihr das cool findet, dass das schon wieder zurückkommt. Nicht schon wieder. Darauf haben ja die Leute gewartet. Vor allem auf das Shiny Groudon. Viele wollen natürlich auch Rayquaza endlich zurückhaben als Shiny. Aber manche haben eben noch keinen Kyogre, manche haben noch keinen Groudon. Und die, die es haben, die nehmen es bestimmt gerne nochmal. Auch noch ein paar Shinies und neues Shiny ist dabei. Und Zickzacks und Schwalbini und 7-Kilometer-Eier und noch andere neue Raid-Bosse. Also da ist ordentlich was los. Und es hört einfach nicht auf. Ein Event Ende, das nächste fängt an. Das eine Ende, das nächste fängt an. Am Samstag ist schon wieder der Barschwartag. Community Day war jetzt auch erst. Also 2019 wird wohl ein richtig fettes Jahr, haben sie auch angekündigt. Und sie halten, was sie versprechen. Bis jetzt zumindest. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.